So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. So, wir haben hier Pilatron Polar Aftershave, das kommt dann zum Schluss. Adidas Ice Dive und die Arco Man mit Menthol. Vorher gab es noch eine Dusche mit dem Adidas Ice Dive Duschgel. So, der Hauptdarsteller heute neben meinem neuen Rasierer wird der Jaguar 1071. Das ist somit der größte Pinsel, den ich kenne. So, und der zweite Hauptdarsteller ist ein Gillette Slimboy aus Ende 1966. Datecoat L4. So, frisch vom Flohmarkt, frisch geputzt, desinfiziert, startklar. So, laufen wird er heute mit einer Rapira Super Stainless. Ich bin mal gespannt, das ist das erste Mal, dass ich die Klinge benutze. Ich werde den Rasierer vorsorglich erstmal auf einer 1 stehen lassen, vielleicht im Verlauf der Rasur nochmal nachstellen, je nachdem, wie wohl ich mich bei der ganzen Sache fühle. So, dann fangen wir mal an. Die Rapierer ist doppelt verpackt. Schon mal nicht schlecht. Gegen Feuchtigkeit. So. Hier lesbar für alle westlichen Länder und dort für alle östlichen. So, den Slim Boy, wie er auch genannt wird, drehen wir unten auf. Er klappt auf, die Klinge wird eingelegt, rechts herum zugedreht und am Ende, na, so eine Viertelumdrehung in etwa zum Einrasten. So, wie gesagt, er bleibt auf einer 1 stehen. Der Rest im Verlauf der Rasur. So, den Pinsel, der kommt jetzt schon mal in heißes Wasser, ein paar Minuten, und dann überlegen wir uns mal, wie viel Akku wir nehmen. Hier ist der Schaumschläger, fangen wir mal an. Na, sind wir mal heute nicht sparsam, kleckern statt. Hat was von Duschgel, also am Finger ist es schon kalt. Bin mal gespannt. Ich würde jetzt sagen, wir sind so bei, na, grob über den Daumen, einer dicken Haselnuss. Aufgeschlagen wird das heute in meiner Suppenschüssel. Ja, riecht wirklich gut. Das ist das Einweichbecken für heute, der Torwartbecher vom DFB. Gibt zurzeit in jeder Shell-Tankstelle ab 60 Liter. So, dann geht's los. Wie immer, lieber etwas weniger Wasser. Hinzugeben ist kein Thema. Wasser wieder raus, ohne schlecht. Gültiger Versuch. So, dann. Also hier nochmal zu sehen, was das für ein Riesenbrecher ist. So, lassen wir es heute langsam angehen. Machen wir heute drei Durchgänge mit dem Strich quer zum Strich, bei mir von vorne nach hinten, weil ich Haare habe, die nach vorne wachsen, und dann nochmal von unten nach oben gegen den Strich.
So, jetzt halte ich den Rasierer noch mal kurz in warmes Wasser. Übrigens, die Rasiercreme zeigt schon Wirkung, fühlt sich kühl an. Also bisher echt nicht schlecht. Also super soft, die Rapiere auf 1. Nächste Mal den Rasierschaum nicht so hoch pinseln. Boah. Es riecht hier nach Menthol, also ich bin echt begeistert. So, ich bin mal so mutig und drehe den mal auf eine 5 für den zweiten Durchgang. Könnte jetzt, es hätte ein wenig mehr kommen können. Boah, fühlt sich an wie ein Paket Eiswürfel im Gesicht. Schön. Richtig geil. Kalt. So, wie gerade angekündigt. Also ich höre jetzt ein etwas lauteres Kratzen beim Rasierer. Also dieses Rauschen. Aber selbst auf 5 fühlt es sich noch nicht unangenehm an. Soweit, so gut. So, ich erhöhe mal freiwillig auf eine 7. Mal gucken. Also ich nutze den jetzt das zweite Mal. Das erste Mal habe ich ihn mit einer Chroma-Klinge von Kaufland verwendet. Die Klingen kommen von Feinstahl aus Ostdeutschland. Wow. Na, ein Pickelchen erwischt. Na, deshalb so weit. Ja, noch ein kleines Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Ab und an muss auch mal die Waschmaschine laufen. Habe ich vielleicht ein wenig unglücklich gewählt den Zeitpunkt.
So, und jetzt mein leidiges Thema. Konturen rasieren. Ich habe letztens mal die Charvette benutzt. Ging ganz gut. Dann muss man heute mit dem Slim Boy versuchen. So, hier steht noch ein bisschen was. Da auch und hier unten mal wieder. So, dann. Da ist noch ein ganzer Eimer Schaum drin. Ich denke mal, die 7 war für meine Verhältnisse gerade doch etwas zu hoch gegriffen. Ich denke mal, daher dann die aufgerissene Haut. Also alles in allem fühlt sich ganz gut. So, dann. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles in allem würde ich sagen, muss ich an dem Gerät noch etwas arbeiten in Verbindung mit mir. Ich habe noch kein hundertprozentiges Ergebnis damit. Wie man jetzt hier sieht, auch noch ziemlich ruppig die ganze Geschichte. Naja, schauen wir weiter, was die Zukunft bringt. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren könnt ihr mich auch, wenn ihr weiter Lust auf mich habt. Ja, dann auf bald.